Danke, Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen, ich muss mich kurz entschuldigen, dass ich vor ein paar Minuten nicht hier war. Es geht ein bisschen drunter und drüber, auch mit der Ukraine und der humanitären Hilfe. Und da kommen wir gleich auch zu diesem Thema. Ich habe vorhin, als wir die Ukraine noch diskutiert haben, gesagt, dass es feig, sich nicht auf die Seite von Kindern und Familien zu stellen im Konflikt. Aber das Ganze kann man noch toppen. Das kann man noch toppen, indem man einen Antrag einbringt, dass übrig gebliebene Impfstoffe nicht gespendet werden sollen. Impfstoffe, die ablaufen und weggeworfen werden würden, sollen nicht Menschen gegeben werden im globalen Süden, um die zu retten, sondern in die Mülltonne wandern. Ich meine, wie unmenschlich kann man überhaupt noch irgendwas schreiben? Also, ich meine, mir fällt keine Steigerung mehr ein zu helfen wir nicht, ist ja schon schlimm genug, aber schmeißen wir die Hilfe noch in die Mülltonne, bevor sie jemand bekommt im Ausland, ist ja das Allerunmenschlichste, was ich jemals gelesen habe. Das ist nicht nur feig, sondern verachtenswert. Wir werden selbstverständlich das nicht machen, wir werden spenden, weil übrigens, ja genau, übrig bleiben. Die Regierung hat natürlich mehr Impfstoffe gekauft als notwendig, das ist sorgfältig und das ist quasi zum Schutz der Bevölkerung. Und ihr kampanisiert nur dagegen, dass möglichst wenig geimpft werden. Gibt es eigentlich einen Ordnungsruf, wenn ein Vogel sagt? Weil mehr kann er ja sonst nicht. Herr Abgeordneter, ich würde überhaupt Sie auch ersuchen, oder so in der Ausdrucksweise sich zu mäßigen. Sie wissen, sozusagen feig, verachtenswert, ist natürlich diese Ersuchung und Mäßigung. Sie haben recht, es gelten aber nicht nur Worte, sondern auch Mimik und Gestik. Und ich habe das nicht gesehen, aber auch das hat natürlich im Hohen Haus keinen Platz, wenn man herabwürdigende Handbewegungen macht. Bitte, Sie sind am Wort. Jedenfalls werden wir spenden. Wir werden so viel wie möglich machen, wie nur geht, um Covid weltweit zu bekämpfen. Wir werden was tun. Und wir werden uns auch dafür einsetzen, dass über die Patente der Impfstoffe gesprochen wird. Die müssen in absehbarer Zeit so verfügbar gemacht werden, dass die ganze Welt Zugang zu diesen Impfstoffen bekommt. Afrika, Asien, Südamerika, alle armen Regionen dieser Welt müssen die Möglichkeit haben, billig, am besten kostenlos Zugang zu Impfstoffen zu bekommen. Michel Reimann war das, ebenfalls ein Grüner aus dem Burgenland, der schon mehrmals im Parlament über seine eigene Covid-Infektion gesprochen hat. Er kritisiert einen Antrag der FPÖ, der darauf abzielt, Impfstoffe nicht an andere Länder zu spenden. Diesen Tagesordnungspunkt an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Gesundheitsausschusses legen und ich fahre in der Tagesordnung fort.